Oh, moin zusammen. Wieder ein neues Waschvideo, heute wieder mit einem neuen Paar Produkten von Presto. Zeige ich euch gleich nochmal. Hier seht ihr das Opfer, Wagen meiner Eltern. Und wie ihr sehen könnt, der hat wieder hier zu der Jahreszeit was gelitten. Lasst euch nicht von der Sonne täuschen. Wir schreiben wirklich Mitte Dezember und haben dieses krass geile Wetter. Muss man aufpassen, dass die Sonne nicht zu stark ist. Wie gesagt, mein Vater hat eine Werkstatt und keine Garage. Und dementsprechend sieht der Wagen auch aus. Also es ist ganz, ganz, ganz schlimm. Und ja, sieht wirklich verheerend aus. Wie angesprochen, wir benutzen Presto-Sachen. Die habe ich hier drüben schon alle parat gestellt. Ne, Shampoo auch für die Gloria. Und da bin ich mal sehr gespannt drauf, wie die Sachen hier wirken. Auch Felgenreiniger etc. Insektenentferner, glaube ich, werden wir gar nicht so unbedingt bebrauchen, da wir zu der Jahreszeit einfach nicht so viele Fliegen und so ein Zeug haben. Ja, heute werden wir ein bisschen anders vorgehen. Im ersten Schritt werden wir uns den Wagen mit dem Hochspray abspritzen. Hat mir ein sehr, sehr treuer Freund und Abonnent, jo, grüß dich, an der Stelle im Kanal nochmal so nah ans Herz gelegt. Habe ich auch in ein, zwei Videos schon gemacht. Er meint, das Ablaufverhalten und das, ja, einfach die Bindung für den Schaum ist einfach nochmal besser. Und besonders hier bei dem Beispiel durch den ganzen Holzstaub, der hier drauf ist, sollte sich das auch lohnen. Also fangen wir damit an. Das war der erste Schritt. Wie ihr sehen könnt, Wagen soweit eingefeuchtet, sage ich jetzt mal dazu. Und ich sag mal, die größten Sachen haben wir jetzt runtergewaschen. Sieht man hier besonders hinten beim Heck. Könnt ihr sehen, dass wir jetzt hier nicht mehr ganz so viel von dem Dreck drauf haben. Ist halt eine gute Möglichkeit, erstmal den gröbsten Schmutz runterzuwaschen. Aber hier, wo es auch schon wieder ein bisschen relativ trockener wird, sieht man das ganz gut, dass der Schmutz auf jeden Fall noch drauf ist und durch einfach mit dem Hochdruckreiniger drüber gehen, das nicht runtergewaschen wird, sondern jetzt irgendwo gebunden in den Wassertropfen natürlich hier drauf ist. Viele Leute, die ich hier kenne aus der Gegend, die gehen dann halt hin und spritzen den Wagen einfach nur mal so kurz ab und sagen, jo, jetzt habe ich mein Auto gewaschen. Aber das ist natürlich totaler Quatsch, das bringt gar nichts. Dementsprechend kommen wir nun zum nächsten Schritt, Felgenreinigung mit dem Felgenreiniger von Presto, genauso wie auch zu der Vorwäsche mit Schaum. Wie gesagt, nehmen wir jetzt hier von Presto den Felgenreiniger, bin ich mal gespannt drauf. Und wir sagen hier ganz klar, großzügig auftragen und einwirken lassen. Klar, Schmutz mit einer Felgenbürste entfernen, gut nachspülen. Nach gründlichem Nachspülen unbedenklich für Reifen und Bremsenteile. Gut, dann werden wir das mal machen. Nehmen das hier auf. Und die Felge, können auch nochmal gucken. Also hier ist wirklich schon ordentlich was drauf. Na gut, sieht man jetzt beim schwarzen Handschuh nicht, aber dort hinten, na, hier unten auch der ganze Bereich. Also wirklich ziemlich versaut. So. Ja, und dann sprühen wir jetzt mal hier schön großzügig ein. Lassen das Ganze einwirken und in der Zeit können wir uns dann nämlich, also ich jetzt erstmal um die anderen drei Felgen und danach um die Schaumvorwäsche kümmern. Felgenreiniger einwirkt, können wir uns jetzt hier um die Schaumvorwäsche kümmern. 15 Milliliter sind da optimal. Vom Snowform rein damit und ein bisschen hier vom Shampoo. So, und da bin ich mal gespannt drauf. Ganz flott, legen wir los. Angekommen, natürlich schön aufpumpen. So, bis Überdruck drin ist. Und ein ganz schönes Schaumbild, ist ein bisschen dünnflüssig. Schauen wir uns das mal an. Na, seht ihr, relativ dünnflüssig, läuft ziemlich zügig ab. Aber das muss ja nicht unbedingt von Nachteil sein. Bin ich mal auf die Reinigungsleistung dann jetzt gespannt. Ja, wie ihr nun sehen könnt, ist der Wagen erfolgreich eingeschäumt und hat soweit gut geklappt. Sieht auch soweit ganz gut aus. Schaum läuft ganz sauber runter, wie man das sehen kann. Und Reinigungsleistung werden wir jetzt gleich im ersten Waschgang dann sehen. Und damit beginnen wir jetzt. Thank you.
So, Wagen erfolgreich abgespritzt. Schauen wir uns das Ganze mal an. Hier auch die Felge. Also ich muss sagen, ich dachte, der Reiniger hat nicht viel drauf, aber der hat ganz ordentlich was drauf. Okay, hier ist auf jeden Fall was stehen geblieben, hier auch. Habe ich aber auch tendenziell immer das Problem, dass ich schlecht von unten nach oben spritze, sondern eher von oben nach unten, wie man hier unschwer erkennen kann. Gut, bei der Felge nicht perfekt, muss man auf jeden Fall mit der Bürste nochmal dran. Aber ansonsten wirklich eine gute Reinigungsleistung. Ja, hier bei der hinteren Felge, klar, die ist natürlich nicht so stark verschmutzt, aber sieht man es ganz gut. Hier auch, dreckmäßig, da ist noch eine Kleinigkeit geblieben. Schaumwäsche hier absolut super. Gefällt mir richtig gut mit den Sachen von Presto. Und hier nochmal die rechte Vorderfelge. Ja, man sieht es wieder. Also ich muss wirklich ein bisschen darauf achten, auch hier schräg von unten nach oben zu spritzen, damit die Speichen, Zwischenspeichenräume da auch sauber werden. Denn da unten ist es problemlos. Ja, das war der Part. Ich habe bereits hier Shampoo aufgefüllt und gerade auch mit dem Hochdruckreiniger ein bisschen hochgemixt. Dementsprechend kommen wir jetzt zur Handwäsche. Die Handwäsche kennt ihr. Nehmen wir jetzt hier den ersten Meguiars Handschuh und testen mal, wie sich das Shampoo verhält. Also es schäumt auf jeden Fall ziemlich ordentlich. Ja, macht auch ein sehr schönes Bild hier auf dem Lack. Und ja, so werde ich den gesamten Wagen natürlich schön waschen. Und dann können wir uns das Ergebnis davon nochmal zusammen anschauen. Ach, schaut euch mal diesen Schaum an. Also ist wirklich sehr, sehr krass. Ja, Wagen soweit erfolgreich von Hand gewaschen. Sieht soweit richtig gut aus. Und die anderen drei Felgen habe ich schon mit der Felgenbürste Felgenschrubber bearbeitet. Jetzt kümmern wir uns noch um die letzte gemeinsam im Video. Das hier ist er. Felgenschrubber nennt sich das Teil. Und ja, also der Felgenreiniger Presto hat hier den Dreck auf jeden Fall sehr gut gelöst und es war mein Fehler. Ich bin mit dem Hochdruckreiniger nicht sauber dran und hiermit mit einer Felgenbürste wird das Ganze wirklich nochmal gründlicher sauber. Und das geht auch wirklich ganz easy. Man kann auch richtig schön hinten rein ins Tiefbett der Felge. Das geht durch den langen Stiel. Sehr gut. Ah, hier oben ist ein bisschen hartnäckig. Ah, jetzt sollte es weg sein, genau. Und auch gut, hiermit könnt ihr auch die Reifenflanke mal ein bisschen putzen. Dann können wir nämlich gleich auch den Reifen schön auffrischen. Genau, das wäre der Part. Sind wir damit fertig. Jetzt kommt das letzte Mal Abspritzen vorm Abtrocknen. Wagen ist auch soweit erfolgreich abgespritzt und ja, der sieht auf jeden Fall wieder richtig klasse aus. Müssen uns jetzt, na guck mal wie schön das, ich weiß nicht wie dieses Blau bei BMW heißt, Blau rauskommt hier in der Sonne und gerade wegen der Sonne müssen wir uns natürlich hier jetzt beeilen mit dem Abtrocknen. Deswegen beginnen wir gleich auch hinten das Fahrzeug abzutrocknen, weil die Sonne kommt von da hinten. Und ja, also Felgen sehen soweit auch wieder richtig gut aus. Okay, da oben sehe ich noch die kleine Stelle. Da muss man in der Detailarbeit mal dran gehen. Aber ansonsten hat der Presto hier ein ganz gutes Ergebnis geliefert. Sagt mir soweit zu. Insektenentferner habe ich jetzt gar nicht benutzt. Der war auch nicht notwendig bei dem Wetter. Und ja, kommen wir nun zum Abtrocknen. Abtrocknen des Fahrzeugs. Orange Baby's Drying Towel und Meguiars. Das ist ein bisschen dünner. Das hat den Vorteil, dass wir damit in engere Ritzen und so kommen. Und Babys Trockentuch auf jeden Fall vor dem Bewegen hier über den Lack nochmal kontrollieren, ob irgendwas drin ist. So ein paar Flusen und sowas auf jeden Fall entfernen. Damit ihr dadurch keine Kratzer in den Lack macht, das ist wichtig. Und dann nehmen wir das Tuch, legen uns hier drauf. Wir können hier ganz easy mit drüber wegziehen. Und ihr seht, haben wir den Lack so ganz schön, ganz schnell wirklich trocken. In der Glasscheibe kann man das genauso benutzen, wenn ich das öfter gefragt werde. Und dann sieht man, dass das Tuch richtig das Wasser aufsaugt. Das klappt wirklich richtig gut. Hier genauso. Können wir hier auch über die Scheibe gehen. Wow, Kameraeinstellung, scheiße. Na, machen wir es hier vorne auf der Motorhaube nochmal. Zack, einfach drauf, runterziehen.
Und wie ihr sehen könnt, ist es alles im Tuch und nicht mehr auf dem Lack. Der sieht soweit richtig trocken aus und die Luftfeuchtigkeit trocknet den Rest. Das mache ich mit dem gesamten Fahrzeug. Hier bei Türholmen und solchen Bereichen unbedingt auch machen, weil, wie man sehen kann, da steht natürlich noch ein bisschen Wasser und Schaum drin. Und da gehe ich mit dem Meguiars-Tuch drüber. So, raus aus der Waschstraße können wir uns hier mit dem Pesto Reifenglanz und auch noch um die Reifenflanken kümmern. Und da gehen wir hin und berühren uns einfach easy hier ein bisschen was drauf. Das hat einen richtig schönen Wet-Look, das kenne ich bereits. Und mache ich bei allen, lasse ich einwirken und dann kriegt ihr das Showdown. Hier das versprochene Showdown. So sieht der Wagen aus. Die Reifen sehen auch wieder richtig schön aus. Und hier in dem kleinen bisschen Sonnenlicht, was wir gerade genießen, kommt das Blau auch richtig schön zur Geltung von dem Wagen. Und ja, der kann sich doch wieder sehen lassen, wenn man überlegt, wie viel Dreck und Scheiße da vorher drauf war. So von dem, wie nennt sie, Holzspäne und alles mögliche an Zeug, was da drauf war. Also das sah ja wirklich schon wirklich sehr, sehr schlimm aus. Aber hier können wir jetzt nicht viel sehen ohne die Sonne, muss ich an die andere Seite gehen. Also hier wirkt es doch wieder besser. Und guck mal, jetzt wo die Sonne ein bisschen weg ist, wirkt der Lack auch wieder ganz anders. Also es ist wirklich eine interessante Lackierung hier. Würde ich mir nicht holen, aber ist ganz cool. Meine Eltern stehen total auf diese Farbe. Ja, dementsprechend, alle Produkte, die ich hier verwendet habe, die Presto-Sachen, findet ihr verlinkt unterhalb des Videos. Könnt ihr euch nochmal anschauen, wenn ihr Bock habt. Und lasst den Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.